Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Stardew Valley, dem Spiel, wo wir ganz viel Spaß haben, weil wir auf Regen warten und der nicht kommt. Mal gucken, ob... ich kann mit Fire Quartz in den Fernsehen bedienen. Schauen wir mal, wie das Wetter morgen wird. Und morgen wird's... schon wieder Sonne. Das nervt. Wie beim letzten Mal herausgefunden, könnten wir uns hier so ein Totem basteln, damit es regnet, aber wir haben weder Trüffelöl noch Pine Tar. Und das hilft nicht sonderlich. Aber okay. Gut, ist halt so. Auf der anderen Seite schauen wir uns den Fortune-Dinger Wahrheitssager an. Und schauen mal, wie viel Glück wir heute haben. In good humor today, I think you have a little extra luck. Okay. Ich wollte ja eigentlich in die Mine heute mal wieder. A little extra luck. Naja, ein bisschen Glück haben wir. Vielleicht muss ich. Genau, okay. Und das letzte schauen wir uns natürlich auch noch an. Living of the land, bla 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 bla. Item Spotlight, Keg. The classic use of a keg is to make wine out of grapes. But did you know you can make wine out of any fruit? Yep, you can also make juice out of veggies. Also mit anderen Worten, die erklären uns, wie der Keg funktioniert, das wissen wir mittlerweile. Gut. Dann... Oh, den Refined Quartz packe ich natürlich hier in unsere Kiste. Ich glaube, unser Keller ist noch nicht da. Robin arbeitet noch im Keller und hämmert deshalb oben rum. Oh, morgen ist unser Keller fertig. Cool. Sehr schön. So, dann kann ich den jetzt mal... So, Entschuldigung, ich bin immer noch erkältet. Was nicht viel nicht groß wunderlich ist, weil ich ja immerhin, genauso ist dieselbe Tag wie bei der letzten Aufnahme. Aber ich denke, es geht. Also, ich klinge, glaube ich, ein bisschen anders, aber ich rede heute normal, so gesehen. Oder genauso viel wie sonst auch, ja. So, einmal hier Blueberries auffüllen. Hier genau dasselbe, das, was wir eben verkauft haben. Das sind, waren ja auch Blaubeeren, oder? Komm, kommt nochmal raus. Genau, das sind Blueberry Jellies, also Blaubeerenmarmelade. Habe ich das jetzt kaputt gemacht? Nee, doch nicht. So, Blaubeermarmelade, und die sind auch nur ohne Goldstern. Obwohl wir goldene Blaubeeren reingehaut haben und deshalb... Finde ich die Idee, glaube ich, gar nicht schlecht, dass wir die goldenen Sachen verkaufen und die normalen behalten. Weil irgendwie... Jetzt wohl nicht. So. Hier haben wir noch ein paar Tomaten. Dann natürlich der übliche Hopfen. Kann ich den Hopfen eigentlich auch in diese Marmeladengläser packen? Hopfenmarmelade. So viele Leute, wie Bier trinken, die mögen doch sicherlich dann auch Hopfenmarmelade, oder? Klingt doch lecker. So. Gut, dann ist das soweit fertig. Dann... tägliche Runde bei den Tieren, die wir wieder nicht finden, weil sie irgendwo im Gras hängen. Oh, große Eier immerhin. Ich glaube, unsere Ente war heute faul. Böse. So, und dann mal wieder der tägliche Versuch, irgendwie... Erstmal streicheln, ja. So. Der tägliche Versuch, einen großen Eimer Ziehmilch zu bekommen. Natürlich hat er jetzt gar keine Milch. Halt, das Schaf brauche ich nicht melken. Das Schaf brauche ich nicht mehr. Das Schafsmilch. Why not? Wenn man es kann. So, und hier die Ziege. Ist die jetzt auch groß? Bist du groß? Yeah! Aber auch nur kleiner. Nee. Cool, dann haben wir immerhin jetzt zwei Ziegen. Das ist ja schon mal was wert. Ich bin so langsam am Überlegen, ob wir ein paar Kühe verkaufen.
und dafür Schweine und noch ein Schaf holen. Aber ich bin mir nicht so sicher. So, ist hier noch was gewachsen? Nö. Gut. Dann legen wir schnell noch die Eier in die entsprechenden Vorrichtungen. Und dann werden wir eine kleine Reise machen in die Wüste. Und werden mal wieder schauen, wie tief wir so kommen werden. So, eine Ziegenmilch ist übrig. Und weil ich mittlerweile doch so viel Zeug habe, crafte ich mal noch eine Kiste. Also, hier, Zeug. Wurde mir ja gesagt, ich soll mal nicht immer alles mitnehmen. Und werde diese Kiste mal... temporär mal hier hinstellen. Werde die mal schön umfärben, schön auffällig in weiß. Und da werde ich immer alles reinpacken, was ich jetzt nicht für meinen Ausflug brauche. Brauche ich nicht. Die Ho, manchmal macht es Sinn. Die Axt. Brauche ich eigentlich nicht. Genau. Und die Geoden natürlich auch nicht. Richtig. Gut, dann machen wir uns auf den Weg. Halt, ich brauche was zu essen. Ha, ha. Das wäre ein böser Fehler gewesen. So, was haben wir denn Schönes? Omelette. Ja, komm. Omelette nehmen wir mit. Moment mal, wir haben doch mal irgendwas mit Glück gehabt, oder? Hier, Glück. Glück und Speed. Perfekt. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Glück. Dann ist das doch nicht schlecht. Dann essen wir das relativ bald. So. Boost-Counter steht bei 2. So, und dann haben wir immer die Cranberries noch so ein bisschen mitgenommen. Aber ich glaube, das reicht dann auch. Wenn nicht, dann halt nicht. So. Gut, dann gehen wir auf Richtung Pam. Denn Pam muss uns mal wieder irgendwo hinfahren. Das nehme ich jetzt nicht mit. So, Calico Desert. Habt ihr gesehen, wie der da durch den Rand gefahren ist? So, und da seht ihr mal schon, wie viele Würmer hier sind. Einmal Wurm, dann hat er einen Stein. Und dann schon wieder weiß, wir machen hier immer Kokosnüsse. Kaktusfrucht. Wein. Gelaufen. Schade. So, und rein in die gute Stube. Mal gucken, wie schnell wir vorankommen. What the? Das ist eine andere erste Höhle, als ich erwartet hatte. Aber immerhin, mit Diamant schon mal. What? Violette Sterne? Das sieht sehr nach Iridium aus. Haben die jetzt noch eine Stufe draufgesetzt? Bronze, Silber, Gold, Iridium. Ich beschwere mich die ganze Zeit, dass das Inventar voll wird mit zu viel Sachen und dann mit zu viel gleichen Sachen unterschiedlicher Qualität. Und da fügen sie auch noch was zu. Okay. Also, ich will jetzt erstmal das hier essen, damit wir mehr Glück haben. Wir haben davon ja ein bisschen was. Und tatsächlich hier oben. Slime. Slime hier. Das ist Glück. Oh, der war ja doch schnell weg. Immerhin Kohle und ein Abgang. Sehr schön. Kisten sind immer gut. Okay, also dann haben wir jetzt lilane Sterne. Iridium-Qualität.
müssen wir ja fast mal austesten, was das dann so wert ist. Dann nochmal so das Doppelte vom normalen Gold. Iridium Ore. Yeah. Und ein Iridium Bar. Wow. Okay. Liegt das jetzt am Glück? Plus 1 Lack. Oh, das hält aber nur 6 Minuten. Wie lange ist denn ein Tag? Also zum Thema Abgang finden haben wir gerade nicht viel Glück. Aber Iridium Bar, das ist ja Wahnsinn. So, hier geht's runter. What the fuck? Kann es sein, dass das hier leider im Update ein bisschen heftiger geworden ist? Das ist Stufe 3. Hey, aber Iridium Force 2. Schon wieder. Okay, wir kommen runter. Nochmal. Okay. Es ist cool hier. Wir sind alles zurück. Es ist super toll hier. Sonst ist aber nichts richtig. Nachteil, wir haben keine Rutsche gefunden. Aber nur Stufen. Dafür 10.000 Riesenblubbel. Yay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Riesenblubbel. Auf der anderen Seite, wir sollen ja Slimes töten, ne? Hat so gesehen. Vorteil. Wieder Iridium-Dingens. Wahnsinn. Wahnsinn. 2 Iridium-Bars und 6 Iridium-Ores mittlerweile. What the fuck? In Level 4. Ach du liebe Güte. Hallo? Irgendwas? Das ist ja irgendwas kaputt. Das kann ja nicht sein. Kommt das jetzt nur schon mit 1 extra Lack? Das kann ja nicht sein, oder? Also so hat sich schon mal... Egal, was wir machen, das ist... Gott, wie viel Blubbel! Are you kidding me? Ich hoffe, dass die Kleinen richtig zur Abenteurergilde zählen. Ich hoffe, dass die überhaupt zur Abenteurergilde zählen. Nicht, dass sie mir sagen, nö, ihr seid ja halt Iridium. Wieder in 2 Iridium Bars. Okay, da ist der Abgang, das ist gut. So. Ist auch lustig, wie da immer unterschiedliche Anzahl von Viechern rauskommt. Sehr lustig. Okay. Sehr gut. Die sind super mittlerweile. Einmal draufhauen. So, ich glaube, jetzt müssen wir versuchen. Ich habe, glaube ich, eine Bombe. Dann nutzen wir die doch einfach mal. Perfekt. So, lecker Pilze. Giftige Iridium-ranked Pilze. Okay. Lecker. Ich finde schon... interessant, wenn man sich nicht so wirklich informiert. Also was heißt nicht so wirklich? Also wenn man sich jetzt nicht ein bisschen größte Detail informiert, was in dem Update neu ist. Weil man doch so viele neue Sachen findet. So, ist da unten noch irgendwas Spannendes? Gleich mit dem Weg. Geht
direkt runter. Aber wir haben noch nicht eine Wurzel gefunden. Ich will mich jetzt nicht beschweren. Weil mir ist natürlich... mir ist natürlich es tausendmal lieber... Oh Gott, kein Abgang da. Mir ist es natürlich tausendmal lieber, wenn ich langsam runtergehe und irgendwie Rohr finde. Oh, ein Loch. Wenn man es anspricht. Hui. Oh, Teile. Nein. Oh Gott. Ich weiß leider nicht mehr, wie viele Mumien wir in der Abenteurergilde töten mussten. Und wie gesagt, ab wann gilt das Ding als getötet? Weil groß ist es danach ja auch richtig nicht so hundertprozentig. Und wenn ich ihn jetzt nochmal töte, zählt er. So, Riesenblubbel on the way. Wie lange hält unser Kopf? Oh, schon wieder Medium Horn. Oh, nicht mehr lange. Das ist aber schade. Dann gehen wir schnell noch runter. 36 Minuten. Oh, Omnidio, das ist ja schön. Aua! Hat er wieder in die falsche Richtung geschlagen? Und Glückwunsch. Haben wir noch ein little extra luck? Hat sich so nicht wirklich gelohnt, außer dass wir ein paar neue Mumien mal umgeschlagen haben. Aber gut. Tschüss. So. Ist gar nichts. Ah, ich bin halb tot. Ich bin halb tot. Ah. Ups. Ess dich gesund. Gott. Vier Leben hatten wir nur noch. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. La la la. Panik. Was hat denn eben so viel Leben verloren? Mumien? Gut, hier macht natürlich alles ziemlich Schaden. Und wenn die Viecher, wenn er mal in die richtige, oh, irgendwie im Ohr, wenn die mal in die richtige Richtung schlagen würde, also der Knulf, unser Knulf, so, Abgang suchen. Omnigeone. Oh, Abgang. Ein bisschen Leben haben wir wohl auch verloren, weil wir da durchgerutscht sind. Mhm. Ja, da verliert man schon ein bisschen was. Aber alles gut. Haben wir schon mal jemand in diesem, ich sag jetzt mal, Sternraum? Oh, man kann mit... Nee, kann man nicht. Mittlerweile über die Mumien überlaufen, wenn sie sollen. Oh, großartig, jetzt darf ich hier die ganze Zeit rumbuddeln. Wir hoffen, dass ich einen Abgang finde, während da fünf Mumien um mich herum hampeln. Komm, Abgang, ganz weit weg. Ja.
Oh. Habt ihr zufälligerweise früher auf dem Sega Mega Drive Zoom gespielt? Genau das erinnert mich das. So. Oh, ich habe eine Bombe gefunden. Das ist schön. Ich glaube, die könnten wir einsetzen. Aber erstmal hier das Iridium Ore abbauen. Drei immerhin. Why not? Dann zünden wir die einfach mal hier. Wir müssen eh bald zünden, aber... Oh, zwei Omnigionen, das ist gut. Hoffentlich war aber hier kein Abgang. Ja, ich weiß, es wird spät. Aber diese Ebene sieht sehr interessant aus. Wie können wir da wieder ein bisschen Kohle finden? Weg. Das ist lustig, das ist ja leer hier. Ja, ich würde sagen, dann müssen wir uns langsam auf den Rückweg machen. Also hier denke ich, wenn wir nochmal eine Einzelrunde bekommen, vielleicht finden wir da noch was Lustiges zum Einsammeln. Aber ich glaube, das war ein sehr erfolgreicher Ausflug und das hat sich echt gelohnt. Ne, dazu kommen. Das ist 12.40 Uhr, ich werde nochmal ganz kurz gucken, ob ich da unten irgendwas in der Reichweite... Ne, ich sehe nichts, okay. Ich gehe hoch, sonst wird es zu spät. Ich muss ja wieder hier hin. Also nach Hause kommen wir schon, aber wir müssen ja auch ins Haus kommen. Yes, bitte. Dann schauen wir mal, was wir so Schönes eingesetzt haben. So, also das wollen wir auch noch mitnehmen. Wenn schon da liegt, gell? War das jetzt auch tolle Qualität? Ah, nee, es ist richtig, weil wir haben ja beim letzten Mal gesagt, dass wir immer die höchste Qualität haben und deshalb ist das jetzt immer höchste Qualität. Was so gesehen ganz gut ist, weil dann ist es ja immer der gleiche Stack. Das ist ja gar nicht so schlecht. Also davon abgesehen, dass das natürlich jetzt deutlich mehr Geld bringt. So, also wir haben 2 Iridium Bars. Und wir haben 16 Iridium Ores. Das heißt, wir haben wieder 5. Damit könnten wir irgendwas machen. Wow. Hätte ich jetzt... Bin überrascht, ja? So ein bisschen. So, muss ich irgendwas wegschmeißen? 1:30 Uhr. Okay, wir haben die Zeit. Ist noch ein bisschen Zeit. Das ist optimistisch, ich weiß, aber... So. So. Was kommt hier rein? Alles. So gefühlt. Stimmt, die Pilze hätten rausgemusst. Okay, erstmal. Die Geoden kommen hier hin. Haben wir nicht noch andere Geoden? Hier, Magma-Geoden. Genau, so alles, was hier reinkommt, sind die Steine. Iridium Bars und Ores. Das heißt, wir können uns 3 neue bauen. Das ist super. Kupfer. Eisen. Gold. Genau, Clay. So, dann machen wir hier hin. Ja, jetzt haben wir wieder das Problem, dass wir wieder zu wenig Slots haben. Egal, kriegen wir schon hin. Die Cranberries können zurück. Kaktusse sind hier nicht drin. Ja, Kaktusse ist tatsächlich richtig. Das heißt Kaktusse. Ich finde, das klingt auch blöd, aber...
Ist halt so. So, dann ist die Kiste auch voll. Ha. So. Super. Gut, das muss drüben in die Kiste. Das auch, das auch, das auch. Das muss draußen in die Kiste. Das wird verkauft. Das kommt auch drüben in die Kiste. Das kommt draußen in die Kiste. Gut, machen wir das noch? 41? Ja. Kriegen wir schon hin. Das lassen wir drin, ist okay. So, Pilz kommt hier rein. Pilz kommt hier rein. So, damit ist diese Kiste auch voll. Yay. Wobei die Seeds kommen hier nicht rein. Fällt mir gerade auf, dann kommen wir hier rein. So. Das ist 51, wir sind drinnen. Uns kann nichts passieren. Schauen wir mal, ob wir es noch ins Bett schaffen. Nein, ja, so halb. Also, halb schaffen wir es ins Bett. Naja, gut. Hier Farming haben wir 1260 Gold gemacht aus den Blueberries. Sehr schön. Ansonsten nicht viel. Aber wir haben sehr erfolgreich Sachen eingesammelt. Das finde ich gut. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es weitergeht. Bin gespannt, was wir machen. Ich werde bis dahin was trinken, weil mein Hals wieder trocken ist. Man hört es, glaube ich, jetzt am Ende hört man es ziemlich deutlich. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus!